Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ein Video habe ich dieses Jahr für euch noch. Der Boss Kyler möchte euch natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. Und auch Wargaming möchte euch nochmal was mitgeben, damit fangen wir heute an. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt haben solltet, ihr bekommt, wenn ihr euch im Spiel einloggt, zwischen dem 31. Dezember um 5.30 Uhr, also heute, und dem 10. Januar 7 Uhr, 50.000 Scherben geschenkt, 40 Dekorationen, jeweils 10 von jeder, von jedem Sammelset, die ihr noch nicht habt, 10 Anti-Duplikator-Ladungen und 3 Tage Premium-Spielzeit. Für die Premium-Spielzeit sei gesagt, loggt euch besser erst dann ein, wenn ihr wisst, okay, ihr könnt die auch nutzen. Wenn ihr zum Beispiel heute euch einloggt und ihr sagt, okay, heute ist Silvester und morgen habe ich einen Kater und Sonntag habe ich auch noch einen Kater, dann wäre das ein bisschen verschwendet, aber wenn ihr euch zum Beispiel erst dann am Montag einloggt, dann kriegt ihr die 3 Tage Premium-Spielzeit und könnt damit dann durchziehen. Also diese 3 Tage Premium-Spielzeit werden vom Zeitpunkt des Einloggens auf euren Account dann losgehen. Das solltet ihr wissen. Ansonsten könnt ihr noch als Premium-Code Happy22WOT eingeben. Damit bekommt ihr nochmal 22 kleine Schachteln. Wargaming hat in ihrer Ankündigung gesagt, dass dieses Geschenk geplant war. Kann man sich drüber streiten, ob sie vielleicht gemerkt haben, dass es doch relativ schwierig ist, die volle Festtagsatmosphäre mit dem vollen Credit Boost zu bekommen, wenn man keine Kisten kauft. Und selbst wenn man Kisten kauft, ist es doch recht schwer, das Sammelalbum dieses Jahr voll zu bekommen. Also, wie gesagt, nehmen wir es erstmal so hin und ich finde es ganz gut, dass das jetzt kommt, weil das hilft natürlich auch mir mit meinem Boss-Kyler-Account sehr viel weiter und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen von euch auch weiterhilft. Damit wollte ich anfangen und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos. Ja, und ich habe mich dafür extra auf meinem Mausakrobat-Account eingeloggt, auch wenn wir jetzt gleich uns Gameplay vom Boss-Kyler-Account angucken. Einfach, weil ich jetzt selber die nächsten 3 Tage vielleicht nicht ganz so viel zum Spielen komme und auf meinem Mausakrobat-Account 3 Tage mehr oder weniger Premium bei den ganzen Premium-Tagen aus den Weihnachtsboxen spielt jetzt nicht so eine Rolle. Für den Boss-Kyler-Account, der Free-to-Play-Account, ist es natürlich anders. Deswegen will ich mich da auch erst einloggen, wenn ich denn Zeit habe zu spielen. So, wir drücken jetzt hier auf Akzeptieren. Und wir können jetzt mal ganz kurz hier gucken. Eigentlich sollten wir jetzt hier, ja, da sind sie auch schon. Na, jetzt habe ich hier 57.000 Scherben. Also die 50.000 Scherben sind mir schon gut geschrieben worden. Es gab auch noch Boxen, wie ihr hier seht, 52 Stück. Also alles in allem muss man sagen, das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Und auch mein Sammelalbum ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon voll ist. Nee, 10 Stück fehlen mir noch. Also, ihr seht, ich hatte ja auch noch die 200 Boxen auf meinem Hauptaccount. Also, das ist, denke ich, eine gute Sache, um die Festtagsatmosphäre für die Leute hochzupowern. Nochmal eine Sache, weil mich viele das auch gefragt haben. Wenn ihr die Atmosphäre auf 10 habt, aber der Credit Booster immer noch nicht höher gegangen ist, ihr müsst die Sammelalben voll machen. Also je mehr ihr hier in den Sammlungen habt, je höher der Wert, der hier steht, ist. Ja, ich habe jetzt 274 von 284. Umso höher geht auch euer Credit Boost in der Festtagsatmosphäre. Also wenn ihr die Atmosphäre auf 10 geschafft habt, dann müsst ihr anfangen, das Sammelalbum zu vervollständigen und dann steigt der Credit Boost. So, und jetzt haben wir aber wirklich genug gequatscht. Wir wollen uns den Indien-Panzer heute anschauen. Ja, von der Crew her seht ihr, die Crew ist okay, aber die Crew auf meinem Boss-Kyler-Account ist tatsächlich schon besser, weil ich da weibliche Rekruten draufgesetzt habe. Von der Ausrüstung her ist sie relativ ähnlich bzw. gleich. Vertikaler Stabilisator, entspiegelte Optik, Ansetzer. Ich spiele den Panzer ohne Lüftung und mir ist das Spotten selber sehr wichtig. Also eine gute Sichtweite auf den Panzer ist mir extrem wichtig. Ansonsten auch kleines Medkit, kleines Rapkit, aber Schokolade. Und von der Munitionsverteilung her sind wir auch in etwa gleich aufgestellt. Also das ist mein Setup. Und ich kann vorweg sagen, der Panzer
ist Stock wirklich eine Qual. Ich habe jetzt angefangen hier mit dieser 8-8er vom VK3002D. 220 Schaden, 145 Durchschlag. Das war wirklich nicht so cool. Auch die nächste 8-8er, das ist die 8-8er vom Tiger. Ja, okay. Aber erst mit der 9 cm Kanone wird der Panzer wirklich brauchbar. Da kriegt die Standardmunition eine gute Shell Velocity. Ihr habt 218 Standarddurchschlag, 259 Premium-Durchschlag und auch mit dem großen Motor wird der Panzer sehr, sehr viel fluffiger, wenn es darum geht, sich mal zügig von A nach B zu bewegen. Aber ich muss sagen, der Indienpanzer, in meinen Augen, wenn er voll ausgebaut ist, einer der stärksten Forschungsbaum-Achter-Mediums im Spiel. Macht übelst Laune, aber gerade bei der Weihnachtsjodelei und wenn ihr dann auch noch häufig Lothier seid, da muss man dann schon ganz genau gucken, was man macht. Ihr habt mit 250 Schaden jetzt nicht den Punch, um 9ern und 10ern wirklich sofort mit einem Schuss weh zu tun. Deswegen müsst ihr versuchen, so viele Schüsse wie möglich in der Runde anzubringen. Oh Wunder. Und das ist manchmal relativ schwierig, sich da nicht bei den ganzen Keiler-Fahrzeugen auf Stufe 9 und 10 ein fettes Brett zu fangen und dafür nur 250 Schaden rauszudrücken. Also, wenn ihr feststellt, ich habe jetzt hier nicht so eine Anti-Jodel-Waffe. Ja, das stimmt. Der Panzer ist eher was, der, ja, quasi so ein bisschen so ein Marathonläufer. Ja, hier ein Schuss, da ein Schuss, da nochmal ein Schuss, hier ein Schuss. Also es ist jetzt kein Panzer, der in kürzester Zeit viel Schaden auspackt. Und ihr müsst euch natürlich auch vor den ganzen Autolodern à la Progetto und Burrasque in Acht nehmen. Trotzdem, wie gesagt, das Gunhandling in meinen Augen sehr gut. Ich habe jetzt hier eine Genauigkeit von 1,8. Beziehungsweise eine Zielerfassung von 1,8 und eine Genauigkeit von 0,29. 10 Grad Gun Depression habt ihr auf dem Panzer. Und wie gesagt, wenn er ausgebaut ist, ist er in meinen Augen sehr, sehr stark zu fahren. Das ist mein Setup. Wie gesagt, die Crew auf meinem Bosskeiler-Account ist sogar noch besser. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Gameplay. Ja, normalerweise sagt man ja vom Einfachen zum Schweren. Ich habe heute 3 Replays für euch dabei. Einmal der Indien im 10er-Gefecht. Einmal im 9er-Gefecht, glaube ich, und dann habe ich noch mal einmal eine Top-Tier-Situation für euch. Wir fangen an mit dem 10er-Gefecht auf Airfield. Natürlich eine Karte, die für den Indien nicht ganz so geil ist. Wir haben aber einen relativ guten Spawn auf dem Balkon. Und wenn ihr mit dem Indien-Panzer unterwegs seid, dann wollt ihr natürlich irgendwie die Möglichkeit haben, mit der Kanone in alle Richtungen zu schießen, ohne dabei jetzt frontal die Heavys zu tanken. Im besten Falle, aber ihr kennt ja das Gameplay auf Airfield. Es ist sehr statisch und man muss schon schauen, dass man sich da irgendwo behauptet und wieder diesen klassischen Marathon. Ne? Hier mal ein Schuss, da mal ein Schuss. Nicht irgendwie alles auf eine Karte setzen, wie das so gerne die Burrasque und Progetto-Fahrer machen. So, und jetzt habe ich gedacht, ich komme hier hoch, aber da kommen so viele Panzer dahinter. Da kommt noch ein TVP. Schar Futur ist da auch jetzt noch lang gelödelt. Also, er piekt jetzt hier sogar nochmal raus und feuert hier auch wie ein Wahnsinniger. Hat jetzt sogar hier unseren Rheinmetall rausgenommen. Und jetzt fährt der Caliban hier nach vorne. Also sofort hochfahren um jeden Preis ist häufig auch dann der Tod. Dann lieber versuchen, einen günstigen Moment abzupassen, wo die Gegner abgelenkt sind. Zum Beispiel T-57 Heavy fährt jetzt unten rum, das sehen wir. E-75 orientiert sich auch nach unten. Und der Schuss war frech. Ich weiß. Für sowas lässt euch RNG normalerweise dann auch bluten. Das war ein sehr, sehr frecher Schuss. Aber Gott sei Dank auch nur der IS-3, der da stand. Und der hatte die Gun Depression nicht, um mich jetzt hier zu beschießen. So, jetzt haben wir hier ganz kurz mal die Mauer weggeschreddert. Könnte vielleicht noch getroffen haben, man weiß es nicht. Bin auf jeden Fall nochmal aufgegangen. Also er wird da wohl noch gestanden haben, der T-49. Also in solchen Situationen, ne? Nur weil ihr jetzt seht, die Leute fahren immer auf den Balkon, macht es mit Piano. Ich habe das jetzt auch nur gemacht, weil hinten zum Beispiel kein RV oder sowas steht. Wenn da sowas wie eine Grille, ein RV, dann würde ich mir das manchmal sogar gänzlich kneifen, hier hochzufahren, weil die immer diesen Cross hier abaimen. So, E-75 hat Gott sei Dank nicht aufgepasst. IS-3 trackt mich nur, hat die äußere Kette getroffen. Konnten wir nochmal einen Schuss machen. Und das ist halt immer so eine Sache, da muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Da greife ich auch jedes Mal, nicht jedes Mal, aber regelmäßig ins Scheißefass. Na, wenn man
dann mal so versucht, hier kurz sneaky um die Ecke zu kommen, einen Schuss zu machen, um dann festzustellen, oh Kacke, die waren alle darauf vorbereitet und ihr seid 1000 AP los. Und vor allem, was ich auch immer nicht dazu lerne, ich hoffe, ihr macht es einfach besser, dann daraus zu lernen, nicht an der gleichen Stelle zweimal zu pieken. So, und das ist halt Airfield, wie es leibt und lebt. Man wartet auf Chancen, man wartet auf Möglichkeiten, die sich ergeben. Vielleicht zeigt sich irgendwo jemand, vielleicht könnt ihr irgendwo jemanden in die Seite schießen. Ihr seht, dass unser SC2 sich da in eine echt doofe Situation gebracht hat. Unsere TNHs, die pushen jetzt hier außen lang. Also hier muss man halt auch immer vorsichtig sein. Jetzt habe ich gedacht, jetzt ist hier genug Verwirrung, weil die TNHs da rumpushen. Ich kann hier mal gucken. Und nein, kann ich nicht. Das war jetzt wieder so, ne, dieser Moment. Man denkt, okay, die TNHs, unsere TNHs fahren unten vor, sind da relativ aggressiv. Da werden sich doch bestimmt die Gegner Heavys hin orientieren. E75 war darauf vorbereitet, hat mir 561 eingeschenkt und mein Schuss ist sogar noch gebounced. Also recht ärgerlich. Dafür konnten wir nochmal einen Schuss in den UDES reinbringen. Ja, und so schön der Schuss am Anfang auf den IS-3 war, ja, so doof war der Schuss jetzt hier in die Seite. Und jetzt, wie gesagt, haben wir nur noch 739 AP. Der scharfe Tour hat sich da gerade selber getrackt und ich dachte, okay, kannst du nochmal probieren. Und jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Er trackt mich mit seinem wilden Schuss da, gibt mir noch einen. Und jetzt haben wir noch 21 AP. Ja. Also, Maus ist wieder dabei mit seinem Bosskeiler. Ganz wilde Trades zu machen. Ich meine, wir haben jetzt schon 1750 Schaden gemacht, mehr als unsere Strukturpunkte. Das sollte immer das übergeordnete Ziel sein. Macht wenigstens mehr, als ihr Strukturpunkte habt an Schaden. Dann seid ihr schon mal keine Belastung für euer Team. Also da können wir schon mal einen Haken hintersetzen. Wir haben hier als Low-Tier 1750 Schaden gemacht. Und haben damit quasi 450 mehr Schaden gemacht, als wir selber Strukturpunkte besitzen. 6:2 sieht eigentlich ganz brauchbar aus für unser Team. Wir haben ein paar gute Schüsse gemacht, wir haben ein paar gute, überlegte Schüsse gemacht und wir haben natürlich jetzt auch ein paar ganz wilde Treffer kassiert, weil ich nicht aufgepasst habe. So, T49, ne. Also sieht gut aus. 9:2, Abschmatzphase ist eingeleitet, das heißt jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere 21 AP noch kapitalisieren. Wie macht man das am besten? Indem man Vollgas in die Gegner reinkracht. So, der Caliban nimmt ja auch den IS-3 raus. Und jetzt, der TVP ist jetzt abgelenkt. Das ist eine gute Möglichkeit, ihm hier nochmal ein schönes Schüsschen aufs Nüsschen in die Seite zu geben. Und welchen Gegner sollten wir jetzt als nächstes angehen? Ganz klar, den T57. Das ist so ein Gegner, der definitiv auf Augenhöhe mit dem Indienpanzer steht. Denke ich, ist ein faires Duell. Indienpanzer gegen einen 4-Schuss Autoloader Heavy auf Stufe 10. Zack, in die Kommandantenluke, 269. Und ich weiß nicht, ob er jetzt gerade im Reload ist, aber da fällt gerade noch jemand quer. Jawohl, nehmen wir auch noch mit. Also, wir haben jetzt schon aus unseren 21 AP, die wir noch haben, nochmal 3 Schuss rausgeneriert. Die platzen jetzt alle. Haben wir noch mal ein bisschen Unterstützungsschaden sammeln dürfen. Und vielleicht können wir ja noch einen Schuss machen auf den T95. Der sich da gerade hinten an die Felswand rankauert. Ja, da noch ein Schuss für 240 Schaden. Also, vielleicht haben wir noch was blind getroffen. Trotzdem würde ich sagen, haben wir hier als Low-Tier auf Airfield gegen 9er und 10er einen ganz brauchbaren Job gemacht. Und ich finde, man hat schon gesehen, dass das Gunhandling nicht von schlechten Eltern ist. Und auch, wie gesagt, auch wenn wir jetzt hier sehr viel APCR geschossen haben, ich denke, das ist durchaus gerechtfertigt in so einer Spielsituation gegen solche Panzer wie E75, IS-3, T57 Heavy und Co. Aber solange ihr dann euren Schaden macht und gewinnt, denke ich, freut man sich, wenn der Panzer voll ausgebaut ist. Ja, die nächste Runde, wie versprochen, ein 9er-Gefecht, 5 9er, der Rest aufgefüllt mit 8ern. Auch das wieder eine Low-Tier-Situation, aber nicht so krass wie eben gerade. Ja, und
auf der Karte Steppen, würde ich sagen, bietet es sich mit dem Indien definitiv an, so ein bisschen natürlich zu gucken, was macht das Team. Ich persönlich fahre immer lieber jetzt mittlerweile in dem neuen Steppenmeter Richtung Westen. Ihr könnt natürlich auch euch da hinten hin positionieren, aber von dieser Seite ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr die Flanke verliert und deswegen fahre ich lieber immer gleich auf die andere Flanke. Hier ist dann wichtig, erstmal eine faire zweite Reihe Position einnehmen, um dann im weiteren Verlauf zu gucken, wo ihr euch gewinnbringend für euer Team einbringen könnt, wenn noch nicht alle tot sind. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Also ich zeige euch jetzt hier natürlich drei Runden, die ich gewonnen habe. Überraschung. Und ich zeige euch auch drei Runden, wo ich der Meinung bin, dass ich euch am besten die Spielweise mit dem Indien zeigen kann. Aber ich hatte es ja eben auch schon eingangs erwähnt, das Weihnachtsgejodel hat auch bei meinem Gameplay Spuren hinterlassen. Und auch gestern war eine ganz wilde Veranstaltung. Ich bin zwar noch mit 60% Siegrate rausgegangen, aber trotzdem waren viele Runden dabei, die schon nach einigen Minuten, um das mal höflich zu formulieren, entschieden waren. Also es kann gut sein, wenn ihr hier auf diese Position zum Beispiel fahrt, dass euer Team auf der anderen Flanke instant wegrasiert wird und dass ihr dann quasi ohnehin keine Chance mehr habt. Aber gehen wir mal davon aus, dass nicht alles nur Fallobst ist, sondern dass ihr auch ein paar Leute dabei habt, die ihren Panzer nicht direkt wegschmeißen und dass ihr ein bisschen Zeit habt. Das heißt für euch immer erstmal so ein bisschen zweite Reihe, bis ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Übersicht. Ja, das ist ganz, ganz essentiell, auch später mit dem Leopard PTA und dem Leopard 1. Deswegen denke ich, ist der Indien auch ein gutes Schulungsfahrzeug für dann später den Leopard PTA und den Leopard 1. Die haben dann zwar mehr Schaden, aber grundsätzlich von der Spielweise ist das gleiche. Ihr fangt im besten Falle irgendwo erstmal ein bisschen verhalten im hinteren Bereich an eures Teams. Dann, wenn, sobald ihr der Meinung seid, ihr habt eine einigermaßen Übersicht, was so passiert, dann könnt ihr offensive Aktion starten. Es sei denn natürlich, ihr seid jetzt mit dem Leopard 1 Top-Tier in einem Achtergefecht. Dann kann man auch von vornherein gleich ein bisschen aggressiver spielen. Wir haben gleich auch nochmal eine Top-Tier-Situation mit dem Indien. Da gehe ich das natürlich ganz anders an als jetzt hier in diesem Fall. Das ist einfach auch dem Respekt geschuldet, dass da hinten lauter Panzer sind, die überhaupt gar keine Probleme haben, mich zu penetrieren. Und die mich auch, ja, schmerzhaft es spüren lassen würden, dass sie Halldown stehen können und ich halt nicht. Was man immer ein bisschen unterschätzt, ist die DPM, also der Indien, jetzt in meinem Fall, hat 5,6 Sekunden Nachladezeit bei 250 Schaden. Das ist schon recht ordentlich. Ihr könnt viel schießen und ihr könnt vor allem Gegner auch im Dauertrack halten. Auch das ist ein probates Mittel mit dem Indien-Panzer, um euch vielleicht lästige Heavys vom Hals zu halten, indem ihr sie einfach dauertrackt, wenn ihr denn nah rankommt. So, und ihr seht, ich lasse mir jetzt hier auch wirklich ganz entspannt viel Zeit. Mittlerweile haben wir schon sehr viele Informationen. Es fehlen noch so ein Skorpion und den TS-5. Aber ansonsten war eigentlich bis auf dann noch ein Tiger 2 und die Arti alles offen. Und da kann man sich dann auch mal überlegen, ob man jetzt vielleicht so ein bisschen das Momentum nutzt, um ein bisschen weiter nach vorne zu fahren. Unser 257, unser iFace One, die könnten jetzt ja auch mal ein bisschen Druck machen. HP-technisch sieht es so aus, wie ich das eingangs angesprochen hatte. Also die östliche Flanke ist am Zusammenbrechen und die Gegner sind schon relativ weit nach vorne gekommen. Das heißt, die drei TDs, vier TDs, fünf TDs, die da hinten von uns stehen, die müssen sich jetzt ein bisschen fallen lassen. So, und die gegnerischen Heavys lassen sich jetzt hier aber auf der westlichen Flanke fallen. Das heißt, das ist, denke ich, ein guter Moment, wo man anfangen kann, nach vorne zu fahren. Ihr erinnert euch, ich spiele den Indien-Panzer mit Optiken. Das heißt, ich kann für mein Team sicherlich auch gut Sichtweite generieren und habe jetzt quasi mich dazu entschieden, hier nach vorne zu fahren, weil ich davon ausgehe, dass ich quasi zumindest in diesen Busch hier unspotted reinkomme. Und jetzt fährt dann Rheinmetall übers offene Feld. Das ist sehr fair von ihm.
Und er fährt auch immer weiter, er lässt sich doch auch gar nicht beirren. Und er bekommt jetzt unsere ganze DPM zu spüren. Und die Arti nimmt ihn raus. Ein bisschen Kill-Stil. Ja, den hätten wir auch selber hier ohne Probleme machen können. Hat jetzt auch für niemanden wirklich eine Gefahr dargestellt, weil er da einfach übers offene Feld gekracht ist. Jetzt, je nachdem, wie die Situation wäre, würde ich normalerweise hier an die Heavys ranfahren von dieser Seite und die Heavys von hinten wegernten. Warum mache ich das jetzt nicht? Weil noch zwei ISOs da im Bereich stehen. Und die klatschen euch natürlich gerne auch mit zwei Schuss aus dem Leben jede ISO ein und dann seid ihr tot. Deswegen pushe ich da jetzt nicht ran und bleib erstmal ein bisschen verhalten. Also man muss halt immer so ein bisschen auch, bei Militär haben wir immer gesagt, check the display, ne? Ober sticht unter und wenn da jemand sitzt mit einer fetteren Kanone als ihr, dann solltet ihr den auch respektieren, ob ihr ihn jetzt für den besseren Spieler haltet oder nicht, ist auch völlig irrelevant. Wenn da zwei ISOs sitzen, dann sollte man das als Indien respektieren und erstmal ein bisschen Piano machen. Das heißt jetzt hier nicht Vollgas-Jodel in die gegnerischen Heavys rein, sondern erstmal abwarten, Tee trinken, gucken, ob da hinten was noch aufgeht. Da zum Beispiel wie der hier, da kommt die ISO. So, wenn ich ihn jetzt da treffe, wenn ich jetzt, genau, da sollte er mich nicht gespottet haben. Und er kracht jetzt hier einfach durch die Mitte, ist ihm auch irgendwie alles scheißegal. Und wenn er jetzt hier einfach das Tempo weitergeht, dann können wir ihn hier unten abfangen. Also ich habe gewartet, bis er an mir vorbeifährt. Ich weiß, er ist so ein bisschen wie von einer Hornisse gestochen. So. Und das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Ich muss ein bisschen aufpassen, jetzt hier nicht zu hoch fahren. So, Arti trackt ihn. Da oben steht nämlich noch eine ISO. Ich habe kurz geguckt, ob ich auf die ISO da oben schießen kann, weil diese ISO hier wäre mir jetzt nicht weggelaufen. War ja getrackt durch die Arti. So, ich bin noch gespottet. Einmal kurz antäuschen, dass ich hier reinfahre. Gucken. Das waren zwei Schüsse. Das heißt, da hinten steht auf jeden Fall was, wo mein Turm sich gerade hingedreht hat. Und die gegnerische ISO, die könnte da auch noch stehen. Also, ich denke, das waren sowohl der Skorpion als auch der TS5. Die waren nämlich als einzige noch nicht offen. Und die Schüsse kamen hier hinten aus der Ecke. Ist auch wieder Informationsbeschaffung, ne? Das ist auch so ein bisschen wie, ja, auch das Thema Spielen ohne Ball, ne? Wenn man manchmal nicht weiß und man will sich jetzt auch nicht unbedingt von denen treffen lassen, dann mal solche Manöver machen, dann kann man auch häufig ganz gut herausfinden, wo könnten denn die Gegner stehen, können sie auf euch schießen. Auch so ein bisschen mit, jetzt, das hört sich jetzt falsch an, aber auch so ein bisschen mit eurer Offenheit spielen. Soll heißen, so ein bisschen damit spielen, dass ihr wisst, ihr seid noch offen und ihr tut einfach so, als wenn ihr es nicht wüsstet. So, ISO hat daneben geschossen. Er sieht aber auch wirklich nur meine Kommandantenluke jetzt hier. Das wäre ein bisschen frech gewesen, wenn er den Schuss jetzt gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob er da jetzt nochmal versucht hat, hoch zu pieken. Arti konnten wir auch rausnehmen. Denke ich auch eine wichtige Aufgabe erledigt. Gegnerische Arti tot. Oh, jetzt kommt er wieder. Ihr seht, relativ lange einzielen. Aber den Schuss können wir auch noch machen. Jetzt wäre ein Arti-Schuss natürlich fair. So, jetzt ist die ISO gestunt. Und da können wir nochmal einen machen. Ja, schade, dass der in den Boden geht. Den hätte ich natürlich auch noch gern gemacht. Jetzt kommt hier ein AI Phase 1. Jetzt muss ich mich aber verabschieden. Und jetzt habe ich den Salat. Hier jetzt im Kreuzfeuer stehen zu bleiben zwischen ISO und AI Phase 1 mit dem Wissen darum, da hinten sind noch ein Skorpion und ein TS5, die auch jederzeit irgendwo anders hinfahren könnten, denke ich, ist der falsche Move. Und damit ziehen wir uns jetzt hier lieber wieder raus. Also bis hierhin würde ich sagen, eine relativ fehlerfreie Runde gespielt. 2-8 Schaden haben wir auf der Uhr, 2 Kills. Und
wenn ich das so sage, dann wisst ihr natürlich, dass jetzt die dummen Aktionen kommen, ne? Also, wir haben vorhin schon herausgefunden, wo wahrscheinlich der TS5 und der Skorpion G stehen. Jetzt haben wir eine ISO gespottet. Also, die ISO ist durchgezogen. Hab jetzt hier leider ihn nicht getroffen, aber den Killshot, den nehmen wir mit. Dritter Kill. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin jetzt gierig geworden. Ihr seht, ich habe diese Mission MP15 und mir haben noch 400 Schaden an Jagdpanzern gefehlt und noch zwei Fahrzeuge beschädigen. Ich wusste, dass beide irgendwo hier im Osten stehen müssen. So, Skorpion. Da habe ich jetzt sogar Glück gehabt, dass mich der Skorpion nur trackt. Und wie gesagt, das ist jetzt bis hierhin, würde ich sagen, fehlerfrei gespielt. Und jetzt kommt der Johnny Blödmanns Gehilfe. Ich hätte jetzt an der Stelle einfach hier hochfahren sollen. Erstmal hier oben klar Schiff machen. Da kann der Skorpion auch nicht Highdown stehen. Und ich weiß ja auch immer noch nicht, wo der TS5 steht. Was mache ich? Ich fahre nach links. Und da steht der TS5. Und was mache ich jetzt? Aus lauter Gier und Verzweiflung krache ich jetzt hier in die gegnerischen Mediums, in die gegnerischen TDs rein. Hab HE geladen. TS5 pusht mich auch, weil die beiden natürlich auch im Platoon sind. Machen sie gut. Und haben es jetzt hier geschafft, mich rauszunehmen. Also, der deutlich bessere Ansatz wäre gewesen, hier hochzufahren, um dann vielleicht auch den TS5 noch zu spotten, um den Skorpion G quasi im Nahbereich wegzumachen, mit meinen 10 Grad Gun Depression, die 10 Grad Gun Depression auch auszunutzen und den TS5 einen guten Mann sein lassen. Und wenn der nach vorne kommt, der TS5, dann kann mir da hinten der Rheinmetall und die Badget-Arti helfen. Also ihr seht das, ne? Manchmal spielt man die ersten Minuten eine gute, konsequente Runde und dann lässt man sich durch sowas wie diese dämlichen Missionen dazu verleiten, Scheiße zu bauen, wird unkonzentriert und macht dann solche Fehler. Auch das, finde ich, ist ein guter Lerneffekt, den wir hier mitnehmen können. Ne? Auch zum Ende der Runde, auch wenn alles danach aussieht, dass es gewonnen ist, die Konzentration hochhalten. Und wir haben jetzt hier einfach leichtfertig unsere 1300 HP weggeschmissen. Also das sind auch Sachen, denke ich, die werden von euch auch einigen passieren. Mir passiert es auch regelmäßig und jetzt in dem Fall war es halt ärgerlich, weil ich durchaus hier noch viel, viel mehr Schaden hätte rausholen können. Jo, diesmal sind wir Top-Tier und wenn man bis jetzt meinen Ausführungen gelauscht hat, was würde ich euch empfehlen, was ihr hier tut? Jetzt würden viele sagen, ja, erstmal aus der zweiten Reihe anfangen, ist ja ein Indienpanzer, der ist eher dafür da, am Anfang zu snipen. Und das ist genau der größte Fehler, den viele Leute machen. Ja, diese Unterscheidung zwischen Top-Tier und Low-Tier sein. Wir waren jetzt gerade in den beiden Runden davor Low-Tier. Da haben wir das Ganze natürlich ein bisschen passiver angehen lassen und immer versucht, hier und da unsere Schüsse zu machen. Diesmal sind wir Top-Tier, einer von gerade mal 3 Achtern, im eigenen und auch im Gegnerteam und der Rest sind 7er und 6er, die ihr komplett wegdominieren könnt. Also, keine Zeit verschwenden, irgendwo hinten rumzugammeln, sondern ihr seid Top-Tier, ihr müsst das Gefecht zum Gegnerteam tragen und erstmal so ein VK Vollgas aus der Fahrt ins Gesicht schießen. So, mach's gut VK, deine Runde ist hier beendet. Also, so aggressiv wie möglich, natürlich nicht irgendwie Vollgas in alle Kanonen rein und dann platzen, aber schon das Zepter an euch reißen und dem Spiel euren Stempel aufdrücken. Und wer das nicht tut, der lässt halt unglaublich viel Potenzial vom Indienpanzer liegen. Wie gesagt, auch dafür dienen die ersten 30 Sekunden so einer Runde, um sich darüber im Klaren zu sein, okay, wo befinde ich mich in der Nahrungskette? Bin ich ein Apex Predator? Bedeutet, ich bin oben in der Nahrungskette und bin hier in so einer Situation Top-Tier. Oder bin ich quasi Low-Tier und muss erstmal dafür sorgen, dass ich überhaupt die Runde überlebe, um dann hier und da mit Nadelstichtaktik was zu erreichen.
Das sind die ganz, ganz wesentlichen Unterschiede. So, und wir haben jetzt innerhalb von den ersten anderthalb Minuten schon über 1000 Schaden gemacht, weil wir hier eine sehr aggressive Position besetzen. Aber wer will sie uns streitig machen? Der Einzige, der das vielleicht in irgendeiner Art und Weise könnte, wäre der gegnerische Indien, der Burask und der Caliban. Aber der Caliban scheint hier nicht hochgefahren zu sein. Jedenfalls wurde er bis jetzt noch nicht gespottet. Der Burask, der geiert da immer so ein bisschen aus der Ecke. Den müssen wir uns natürlich noch schnappen. Da unten ist jetzt auch der Caliban aufgegangen. T29 steht da auch. Also die Gegner haben hier oben relativ wenig Backup. Ihr solltet es trotzdem nicht übertreiben. Ich wollte jetzt hier den Bretagne-Panther gerade eingeben. Und wenn ihr da oben feststellt, ihr könnt da nicht drauf schießen, immer sofort den Turm wieder da in die Ecke drehen. Weil es kann gut sein, dass der KV-1S, na, da ist er schon, das ausnutzt. Kommt nochmal weg. Wir hatten ihn getrackt, aber er hat es nochmal. Er hatte noch ein Rap-Kit und ist dann auch nochmal weggekommen. Aber er kommt jetzt direkt nochmal wieder, wie es aussieht. Und da kriegt er direkt den nächsten Schuss. Also denke ich, jetzt ein guter Trade. Wir haben knapp 500 Schaden an ihm gemacht. Er hat nur 160 gemacht. Also das rechnet sich auf Dauer. Trotzdem steht es erst 2:2. Der gegnerische Indienpanzer, der macht es zum Beispiel genauso, wie man es nicht machen sollte. Ja, eigentlich ein gutes Beispiel. Ja, beide haben die gleichen Voraussetzungen, aber er steht da hinten irgendwo auf C1, drückt dem Spiel halt überhaupt nicht seinen Stempel auf, campt sich ein und wir stehen hier vorne und versuchen das Spiel zumindest oben hier im Zentrum zu dominieren, um uns dann ein weiteres Vorgehen in Richtung der Gegner zu erarbeiten. Der Burask ist jetzt auch schon relativ low AP, 500, aber das Problem ist halt immer, wir nehmen ihn nicht mit einem Schuss raus und er kann uns eine ganze Menge Schaden reindrücken. Leider jetzt den schweren Panzer hier nicht getroffen. So, und unser VK 3002M und T20 holen sich da hinten den Bretagne-Panzer. Und jetzt wäre es vielleicht an der Zeit zu gucken, dass wir hier hinten den Burask rausbekommen, um dann über die Seite weiter Druck auf die Gegner zu machen. Das wird wehtun, so einen Burask anzugehen. Das tut immer weh. Im beschissensten Fall kann er euch beide Schüsse geben. Ich dachte, dass ich ihn vielleicht noch im Reload erwischen kann, aber er ist schon fast wieder nachgeladen wahrscheinlich. Er lässt sich jetzt hier auch nochmal droppen. Das heißt, ich kriege gar keinen Schuss auf ihn. Und dadurch, dass er gerade geschossen hat, ist er jetzt gleich schon wieder nachgeladen. Und ich komme jetzt nicht drum rum, mir beide Schüsse zu fangen. Aber was ihr jetzt nicht machen dürft, ihr dürft ihn jetzt nicht nochmal nachladen. Ihr müsst ihm jetzt die Fliegenklatsche ins Gesicht halten. Nächster Schuss. Und das sollte es jetzt für ihn gewesen sein. So. Draußen. War schmerzhaft. Wir haben dafür geblutet. 700 Schaden haben wir dafür gefressen. Aber ein ganz, ganz gefährlicher Achter ist damit draußen. Und jetzt können wir über diese Seite hier versuchen, weiter Druck zu machen. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen mit Blindschüssen zu arbeiten. Da schwerer Panzer Nummer 6 und der KV-1S, die sollten da ja noch irgendwo stehen. Ganz hinten steht noch der T-3400. Und obendrauf den VZ, den wollen wir eigentlich raushaben, dass wir quasi komplette Kontrolle über die Mitte haben. Noch ist es relativ knapp. 5:5, ausgeglichene AP. Jetzt gab es gerade dicke Schellen. So, VZ ist draußen. T-3400, ich bin gespottet, muss ein bisschen aufpassen. So, wir schließen jetzt hier auf. KV-1S, wenn er da um die Ecke kommen möchte, soll er tun. Und jetzt können wir hier unten gucken. Cromwell. Dicker Max ist da oben. Auch ein schönes Ziel. Zack, nächster Treffer. Ja, und da unten steht unser Counterpart. Indienpanzer hat die ganze Runde nichts getan. Oder vielleicht hat er ein bisschen was getan, aber ich denke nicht entscheidend für den Matchausgang. Wir haben oben das Zentrum, den viel wichtigeren Positionen freigekämpft und jetzt können wir hier eigentlich von oben nach unten machen, was wir wollen. Die Gegner haben kaum eine Chance, das zu kontern, vor allem die Sechser nicht. Und auch der AT-15A eigentlich nicht. So, ich versuche jetzt hier einen Schuss von ihm zu provozieren. Da ist der Schuss.
Also mit dem können wir uns auch ganz gemütlich Zeit lassen. Das ist der nächste Schuss gewesen von ihm. Zack. Und jetzt ist er schon One-Shot, also... Und da ist er draußen. Fünfter Kill. Indienpanzer ist noch am Leben. Caliban ist noch am Leben. Da steht der Indienpanzer, auch irgendwie teilnahmslos. Einfachster Krieger der Welt. So, und jetzt ist die Frage, vielleicht kriegen wir ja auch noch was vom Caliban ab. Fährt jetzt hier immer weiter rückwärts. Ich glaube, dass er uns angeiert. Ja, macht er. Aber Platz dafür auch. Also noch ein schönes Schüsschen auf den Caliban. 6 Kills. Und ich hoffe, dass ihr, also vor allem, was ihr hier mitnehmen sollt, ist dieser ganz eklatante, qualitative Unterschied im Gameplay. Ja, zwischen Top-Tier sein, dem Spiel euren Stempel aufdrücken und Low-Tier sein, gucken, was passiert, wo ergeben sich Räume, wo ergeben sich Positionen, die ihr nutzen könnt. Also, je besser das Matchmaking für euch und euren Panzer, umso aggressiver, und je schlechter das Matchmaking, umso verhaltener erstmal anfangen, gucken. Ja? Und ich hoffe, dass wir jetzt hier alle Situationen einmal abgebildet haben. Ich würde sagen, wir werfen nochmal einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde, die ihr gesehen habt, das war zeittechnisch gesehen, glaube ich, die letzte Runde, die wir gespielt hatten. Oder eine der letzten Runden. Da haben wir die erste Gunmark bekommen. Wir haben die Unterstützermedaille bekommen, 293 Unterstützungsschaden, 3035 Schaden, also wir haben noch einen Schuss blind gemacht auf den T49, gucken wir ganz kurz drauf hier, in einem 10er Gefecht, 4er an Schaden mit unserem Indienpanzer, ich glaube, das kann sich definitiv sehen lassen, wenn man mal hier so ins Gegnerteam guckt, die 8er, Burask, Objekt 416, haben nicht wirklich was dazu beigetragen, da denke ich, dass wir mit unserem Indienpanzer hier unserem Team auf jeden Fall gut geholfen haben. Schauen wir mal ganz kurz auf die zweite Runde. Das war ein Panzerass aufsteppen. Auch wenn wir da geplatzt sind, hat unser Team das noch gewonnen. Wir haben 1837 Unterstützungsschaden, 3528 Schaden, 3 Kills. War, glaube ich, auch wenn ich es dann zum Schluss verkackt habe, eine gute Runde. Da wäre sie sicherlich noch mehr drin gewesen. Wir haben die Mission geschafft, nur leider ohne Nebenbedingungen. Das heißt, ich muss das nochmal machen, wenn ich verhindern will, dass ich Arti spielen muss für den T55A. Also da werde ich nicht drum rumkommen, diese Mission nochmal mit ausgezeichnet abzuschließen. Bisschen ärgerlich, dass ich das da zum Schluss verkackt habe, weil bis zum Schluss gegen in der Situation TS5, Skorpion G, glaube ich, habe ich das fehlerfrei gespielt und dann war es halt einfach die pure Gier. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf. 25 Mal geschossen, 17 Mal getroffen, 15 Mal penetriert. 11 Minuten hat die Runde gedauert, 53.000 Credits haben wir plus gemacht. Gucken wir ganz kurz auf die letzte Runde. Auch das war ein Panzerass, Großkaliber, Kriegermedaille, 6 Kills, 3763 Schaden, 215 Unterstützungsschaden. Und auch hier, denke ich, haben wir eine saubere Arbeit gemacht, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Indienpanzer im Gegnerteam. Ne? Also so viel wieder zu dem Thema, dem Gegner den Stempel aufdrücken. Und ich glaube, wenn wir die Aktion gegen den Burast nicht gemacht haben, der das tatsächlich wirklich nicht schlecht gespielt hat, der hat ja auch sehr aggressiv gespielt, 3500 Schaden gefarmt, da war dann irgendwann der Zeitpunkt einfach gekommen, zu sagen, so, jetzt ist Feierabend, ihn rauszunehmen, hat, glaube ich, auch die Siegchancen von unserem Team maßgeblich erhöht. Gucken wir hier nochmal ganz kurz drauf, 26 Mal geschossen, 22 Mal getroffen, 19 Mal penetriert, 140.000 Credits plus gemacht, natürlich mit den ganzen Boni, die es jetzt über die Feiertage gibt, plus Credit Booster. 7 Minuten 25 und ich hoffe einfach, dass ich euch so ein paar Szenarien zeigen konnte, wie ich den Indienpanzer interpretiere, wie ich ihn in den unterschiedlichen Spielsituationen angehe. Ja, natürlich weiß ich auch, dass viele der Runden einfach schon entschieden sind, bevor ihr überhaupt irgendwie teilnehmen könnt. Im Moment ist es wirklich extrem, jetzt um den Jahreswechsel, / die Feiertage. Das wird sich im Januar aber alles wieder ein bisschen relativieren. Von daher nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Wenn euch das Video geholfen hat, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Like da. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in 2022.